Moin, moin, es sind mal wieder ganz tolle neue Bücher bei mir eingezogen. Und zwar sind die im Juni und Juli bei mir eingetroffen. Und zwar aus den verschiedensten Gründen. Es ist wieder eine ganz tolle Mischung aus Rezensionsexemplaren, aus Büchern, die in einem Tauschpaket waren, aber auch selbstgekaufte Bücher. Also hier sind einige Reihenfortsetzungen auch dabei. Ja, mein Vorhaben, Reihen zu beenden und ja, nicht zu lange liegen zu lassen. Bin ich nachgegangen. Und ja, da möchte ich euch einiges vorstellen. Es sind jetzt insgesamt 10 Bücher, die ich euch vorstellen möchte. 8 sind im Juni eingezogen, also da war einiges los. Und im Juli sind es tatsächlich nur 2 Rezensionsexemplare gewesen, glaube ich. Ich fange an mit den Büchern, die ich im Tauschpaket von der lieben Jenny bekommen habe. Wir haben uns ja Thementauschpakete gegenseitig geschickt, wo wir uns ein bestimmtes Thema ausgesucht haben von einer Liste, die uns der andere ja, zugestellt hat, die ihm interessieren würden. Und dann haben wir uns eins davon ausgesucht und haben passend dazu Bücher von der Wunschliste ausgesucht und noch andere tolle Dinge. Und das hat so viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr schaut da mal vorbei, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und die möchte ich euch natürlich jetzt auch nicht vorenthalten, auch wenn ich im Tauschpaket da natürlich auch schon drüber gesprochen habe. Es ist einmal eingezogen, 20.000 Meilen unter den Meeren von Jules Verne. Das ist ja ein Abenteuerklassiker. Ich habe von Jules Verne bisher noch nichts gelesen. Ich habe hierzu mal ein Hörspiel gehört und ja, das ist ja ein Unterwasserboot, die Nautilus, und die ist in der Obhut vom Kapitän Nemo und es sind Leute, die dort, ja, ich glaube erst als Gäste und dann als Gefangene gelten und sie dort, ja, verschiedene Abenteuer erleben, unter anderem mit einem großen Kraken. Und ich finde einfach das Setting unter Wasser sehr, sehr schön. Und genau das war eben auch das Thema der Themenbox von der lieben Jenny, die sie sich ausgesucht hat. Und da hat sie eine ganz, ganz schöne Mischung gefunden. Ich war sehr überrascht, dass es tatsächlich sehr dick ist. Also irgendwie über 600 Seiten, glaube ich. Ja, knapp 600 Seiten, aber es ist auch illustriert. Relativ viele Illustrationen, wirklich sehr, sehr schön gemacht. Es ist jetzt in dieser Anaconda-Ausgabe und es sind tatsächlich auch die Originalillustrationen. Und ja, ich bin sehr gespannt, abenteuerlich zu lesen. Ich finde, es gibt heutzutage sehr, sehr wenige Abenteuerromane und ich habe es ja so ein bisschen durch diese Erfahrungsberichte, die mit dem Bergsteigen und mit den Polarfahrten, mit den Polarforschern zu tun haben, ja auch für mich so ein bisschen entdeckt. Und ich glaube, mit Jules Verne geht es so ein bisschen in die gleiche Richtung, wo man einfach in verschiedenen Orten in der Natur ein bisschen Abenteuer erleben kann. Ja, und das Gleiche, nur ein anderes Genre, ist das nächste Thema. Und zwar ist das Höhlentauchen. Auch das habe ich für mich so entdeckt, da habe ich viele Dokumentationen drüber gesehen und finde das so unheimlich und was diese Taucher dort machen. Das ist wieder so eine Leidenschaft wie das extreme Bergsteigen. Diese Leidenschaften kann man nicht immer nachvollziehen und nicht immer verstehen, warum sich Leute so in Extremsituationen begeben und dadurch natürlich auch oft ihr Leben verlieren. Und so ist es eben auch im Höhlentauchen, in Höhlensystemen, und die so eng sind und einfach düster. Aber dort entdeckt man natürlich auch Orte, die bisher sonst kein Mensch oder sehr, sehr wenige gesehen haben. Und daraus lässt sich natürlich auch sehr, sehr gut ein Horrorroman spinnen. Und genau das hat Alistair Hodge hier gemacht mit The Cavern, das Grauen aus der Tiefe. Denn hier sollen auch unterirdische Gänge erkundet werden. Und es wird ein Forscherteam zusammengestellt und darunter befindet sich eben auch unser Protagonist. Er ist Sanitäter. Und er hat diese Leidenschaft des Tauchens natürlich nicht aus Leidenschaft oder aus Freude, sondern er ist eben vom Beruf aus Sanitäter und hofft einfach die ganze Zeit nur im Basislager
bleiben zu müssen, aber es kommt natürlich ganz anders. Er muss runtertauchen, um zu Hilfe zu kommen. Und dort unten lauert eben nicht nur Dunkelheit und interessante Höhlensysteme, sondern noch etwas anderes. Es wird sicherlich irgendwie eine Art Kreatur sein. Und ich hoffe, dass das sehr schön atmosphärisch dargestellt wird. Ich hätte das Monster selbst gar nicht so sehr gebraucht. Ich hoffe, dass es jetzt hier nicht zu trashig wird. Das ist jetzt aus dem Lucifer Verlag. Die haben, glaube ich, viel Monster-Horror auch dabei. Aber ich probiere es auch und ich freue mich einfach auf dieses Setting. Und als letztes Unterwasserbuch war in Jennys Paket dieses wunderbare Schätzchen hier. Undine von Benjamin Lacombe aus dem Jacobi und Stuart Verlag. Ja, Benjamin Lacombe ist ja einer meiner liebsten Illustratoren und dieses Buch fehlte mir noch in meiner Sammlung. Dieses Buch habe ich auch sofort gelesen, als das Päckchen hier bei mir ankam, beziehungsweise als ich es ausgepackt habe, habe ich es an dem Abend noch gelesen. Ich muss sagen, dass mich das Märchen dahinter ja jetzt nicht so umgehauen hat. Es war so ein ganz typisches Märchen eben, das so ein bisschen melancholisch und tragisch ist. Es gab so ein bisschen eine Dreiecksgeschichte, Liebesgeschichte. Es ist eben ein Prinz, der sich im Wald verirrt in einem Unwetter und dort in eine Hütte kommt. Dort lebt ein altes Ehepaar und die haben eben eine Ziehtochter und das ist Undine und in die verliebt er sich sofort. Aber sie scheint irgendwie ja was Seltsames an sich zu haben, etwas Magisches, denn sie ist nicht einfach nur ein Mensch. Aber was dieses Buch natürlich so unglaublich toll macht, sind die Illustrationen, die einfach zu dieser melancholischen, tragischen Stimmung passen, auch zu diesem, zu diesem verregneten Wald. Das macht einfach Benjamin Lacombe aus. Aber ich finde es halt eben auch schade, also für mich muss ein Buch, damit es einen großen Wert hat, eben nicht nur schön anzusehen sein, sondern auch schön Inhalt haben, also schriftlichen Inhalt. Deswegen muss ich mal gucken, ob das jetzt für ewig in meinem Besitz bleibt. Also ich habe mir ja wirklich vorgenommen, alles auszusortieren, was keine großen Highlights sind. Es ist natürlich ein großes Highlight, was die Illustration betrifft, aber die Geschichte selbst ist mir jetzt, ich glaube, die wird auch ziemlich schnell vergessen sein. Also schon so einige Details sind mir schon verloren gegangen. Und das ist zum Beispiel beim Elfenbestimmungsbuch, was ja auch von Benjamin Lacombe ist, ganz anders. Da stimmt einfach beides. Die Illustrationen einfach wunderbar zum Träumen und zum Dahinschmelzen, aber auch der Inhalt, der hat mich unglaublich fasziniert. Und das muss für mich eben die Kombination sein, damit ich das Komplettpaket an sich wirklich dann auch feiern und lieben kann. So, wir machen weiter mit, jetzt kommen eigentlich so Reihenfortsetzungen. Und zwar habe ich mir den dritten und letzten Teil von der Rabenringen-Trilogie gekauft. Ich habe nämlich einen Gutschein gehabt und das war eine total tolle Aktion. Das war Ahrensburger Stadtgeld. Das war wirklich nur für unsere Stadt gedacht. Und zwar vom Rathaus geschickt, hat jeder Einwohner ein bestimmtes Guthaben bekommen, um einfach den Einzelhandel zu unterstützen, um wieder die Leute so ein bisschen in die Läden zu bekommen. Und ich habe natürlich sofort geschaut, ob auch unsere Buchhandlungen im Ort dort mitmachen und das haben sie. Und da habe ich natürlich alle drei Gutscheine, das waren insgesamt dann 30 Euro, auf den Kopf gehauen. Und da war, glaube ich, dieses Buch dabei, wenn ich mich richtig entsinne. Habe ich das oder war das das andere? Egal, ihr werdet es gleich sehen. Und ihr seht, ich habe es jetzt auch schon begonnen. Das ist nämlich auch ein Buch, was mir die liebe Claudia vom Kanal Beauty Butterflies ausgesucht hat im Format Pick My Sub. Also von unseren ungelesenen Büchern haben wir uns gegenseitig Bücher ausgesucht, die wir im August lesen sollen. Und da war eben auch dieses hier dabei. Und ja, ich freue mich einfach, dann eine weitere Reihe abschließen zu können und ich freue mich einfach auch insgesamt wieder in diese Geschichte einzutauchen, weil einfach das Ende des zweiten Bandes, der für mich ja auch so ein bisschen seine Schwächen hatte, aber mit dem Ende mich wieder so gepackt hat und mir so viel Lust gemacht haben auf den dritten Band, weil da einfach etwas angeteasert wurde, wieder ein Ortswechsel,
den ich einfach sehr spannend finde. Und ich habe jetzt die ersten 3 oder 4 Kapitel gelesen und es ist ja tatsächlich so spannend im Moment, wie ich es mir gewünscht habe, auch wenn es hier sehr, sehr verschneit und eisig ist. Aber im Moment komme ich damit sehr gut klar, weil ich mich in diese Geschichte sehr gut hineinfallen lasse. In dieser Reihe begleiten wir Hirka. Und Hirka ist am Anfang, also im ersten Buch der Reihe, im Imsland aufgewachsen. In Imsland leben die Imlinge und die haben halt alle eine besondere Gabe. Sie können umarmen, so nennen sie es, wenn sie Magie weben, und sie haben alle einen Schwanz. Und Hirka hat beides nicht und muss das verstecken, denn es gibt ein bestimmtes Ritual, das man machen muss, für das man in die Hauptstadt reisen muss und dann gesegnet wird und einfach in die Gemeinschaft aufgenommen wird. Und dort muss man eben diese Gabe vorführen oder mit dieser Gabe halt eben kommunizieren. Und sie weiß nicht, warum sie diese Gabe nicht hat, bis ihr Vater, ihr Ziehvater, ihr erzählt, dass sie gar kein Imling ist, sondern ein Odinskind, zwar ein Mensch, und deswegen keinen Schwanz hat und ihr nicht irgendwie bei einem Unfall abhanden gekommen ist, wie sie erst geglaubt hat. Ja, und jetzt muss sie das verbergen, denn Odinskinder, Menschen, werden nicht gern gesehen dort, sind ja Teil von Mythen und Sagengestalten, aber man ängstigt sich auch vor ihnen, weil sie angeblich eine Krankheit übertragen können. Aber Hirka weiß selbst so wenig darüber, dass sie vor sich selbst jetzt erstmal Angst hat, beziehungsweise nicht weiß, wo sie hingehört. Und ja, so begleiten wir sie durch die Abenteuer, die sie begeht, und die Gefährten, die sie bekommt. Es wird auch noch aus der Sicht von Rime berichtet, einen, der ja in der Gesellschaft sehr hoch steht, aber sich mit ihr angefreundet hat, weil sie einige Jahre zusammen aufgewachsen sind als Kinder, als Jugendliche. Und die beiden verbindet einiges und er kommt ihr so ein bisschen zur Hilfe. Ja, und das ist jetzt eben das epische Finale. Und da freue ich mich sehr drauf, weiterzulesen. Also ich habe es gestern eben begonnen und heute ein bisschen weitergelesen und werde heute sicherlich noch ein paar Kapitel lesen. Ja, ich hoffe sehr, dass es wieder eher in die Richtung des ersten Bandes geht, weil der zweite für mich eben so ein bisschen geschwächelt hat. Und bisher glaube ich aber schon, dass das mich wieder packen kann. Ja, und dann, wo wir gerade bei Reihenfortsetzung sind, habe ich nämlich vom selben Gutschein, ich muss mal eben ein Sticker abmachen, so. Und zwar der Orden des geheimen Baumes von Samantha Shannon aus dem Penhaligon Verlag ist ja eigentlich im Original ein Buch und im Deutschen wurde es halt eben aufgeteilt in 2 Bände. Den ersten Band, den habe ich gerade erst beendet und den zweiten Band habe ich mir eben gleich gekauft. Normalerweise mache ich das eher selten, wenn ich noch nicht weiß, ob mir der erste Band gefallen hat, dass ich mir schon den nächsten Band kaufe. In diesem Fall habe ich es eben gemacht, weil ich eben wusste, dass das nicht Band 1 und 2 sind, sondern eigentlich ein Buch und sie zusammengehören und somit der erste Band auch gar kein Ende hat. Ich war tatsächlich aber schon ein bisschen überlegen, ob das nicht doch zu vorschnell war, weil ich mit dem ersten Band so ein bisschen meine Probleme hatte. Aber dazu werde ich dann in den Lesemonat-Video mehr sagen. Aber an dieser Stelle kann ich euch schon mal sagen, das ist kein Lesemonat Juli einzeln geben wird, sondern weil ich einfach da so wenig gelesen habe, werde ich das zusammenlegen mit dem August. Das heißt, es wird erst Ende August Lesemonat oder Anfang September den Lesemonat Juli und August zusammengeben. Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum kein Lesemonat-Video kommt. Ich habe halt einfach nur 2 Bücher beendet und deswegen werde ich das einfach wieder zusammenfassen und da werde ich eben auch über den ersten Teil sprechen. Es ist eben High Fantasy, es sind wieder Drachen involviert und ja, einfach eine interessante Weltenaufbau-Idee, die man hier geschaffen hat, beziehungsweise die Autorin geschaffen hat, die mich einfach angesprochen hat. Es ist nämlich eine Welt, die zweigeteilt ist. Es gibt den Osten und den Westen und beide Kontinente sind ganz unterschiedlich eingestellt zu den Drachen.
Es gibt den Westen, der die Drachen fürchtet und hasst, und es gibt den Osten, die die Drachen als Verbündete oder sogar als Götter ansehen. Und auch die Drachen sind aber gespalten. Es gibt tatsächlich auch da Unterschiede. Und es gibt eben viele sehr starke weibliche Protagonisten, die hier auch beleuchtet werden. Es gibt eine Königin, es gibt eine Assassinen wollte ich gerade sagen, beziehungsweise eine, ja, eine Undercover-Agentin, würde ich sagen, die diese Königin schützen will. Es gibt eine im Osten, eine junge Frau, die ausgebildet wird zur Drachenreiterin und bald einen Drachen zur Seite gestellt bekommt. Und es gibt noch andere Personen, die eben auf anderen Flecken der Welt sich befinden, um einfach dort als Leser uns eben diese Welten auch gezeigt zu bekommen. War das ein richtiger Satz? Ich glaube nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Also es soll so ein bisschen Rundumriss geben. Aber genau das habe ich so ein bisschen als schwierig empfunden, weil es einfach sehr, sehr viele Personen sind. Aber ja, ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich habe aber wirklich beschlossen, weiterzulesen, weil das Ende mich dann doch so gepackt hat. Und deswegen freue ich mich schon, dass ich jetzt den zweiten Band hier habe. Ich finde die Aufmachung sehr, sehr schön. Das erste ist ja gelb mit einem blauen metallischen Drachen. Und im Grunde ist das Cover jetzt nur gleich, nur andersfarbig. Also hier haben wir jetzt ein blaues Buch mit einem goldenen Drachen. Und ja, jetzt, wo ich das Buch gelesen habe, finde ich die Gestaltung auch tatsächlich sehr, sehr passend. Und freue mich jetzt dann noch mehr zu erfahren und hoffe dann, dass mich der zweite vielleicht noch mehr packen kann, jetzt wo ich in der Geschichte drin bin. Das heißt aber auch, dass ich jetzt auch nicht so lange warten darf, bis ich jetzt zu diesem Buch greife, sonst verlässt mich nachher die Lust oder ich habe schon wieder einiges vergessen und bin dann wieder so raus. Ja, das ist ja genau das, warum ich ja rein auch einfach nicht mehr so lange ziehen möchte über mehrere Wochen, Monate, gar Jahre. Und bei dem ist es ja auch relativ schnell abgehakt, weil es wirklich nur ein Zweiteiler ist und da auch dann danach nichts weiter kommen soll, so wie ich gehört habe. Ja, und wir bleiben bei den Fortsetzungen. Ich habe gesagt, das ist sehr fortsetzungslastig. Und zwar, das ist das einzige Buch, was ich nicht gekauft habe und was ich auch nicht als Rezensionsexemplar bekommen habe, sondern es ist ein Buch, das ich ausgeliehen habe. Und das kommt bei mir eigentlich so gut wie gar nicht oder sehr, sehr selten vor. Das ist jetzt eine Ausnahme und warum, das erzähle ich euch jetzt. Es geht um die Dunkle Turmsaga von Stephen King. Das ist jetzt der zweite Band namens 3. Und ich habe ja den ersten Band vor einiger Zeit gelesen und der hat mir ja nicht gefallen. Ich habe den zur Unterstützung als Hörbuch gehört und das war, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Gerade bei High Fantasy finde ich das immer nicht so gut, weil man da einfach viele Details überhört und nicht so gut aufpasst in einem Moment. Also da bleibt es bei mir eher hängen, wenn ich es lese und ich tauche dann einfach auch viel mehr in die Geschichte ein. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, nicht weiter als Hörbuch zu hören. Aber das erste Buch war einfach thematisch nicht meins. Also da, es hatte viel so ein Western-Setting, was mich jetzt nicht so interessiert hat. Es geht eben um den letzten Revolvermann namens Roland, der auf der Suche nach dem dunklen Turm, beziehungsweise folgt er den Spuren des schwarzen Mannes. Aber man erfährt einfach lange, lange nicht, warum er das tut und wer das überhaupt ist. Und das fand ich doch ein bisschen zäh und ich hatte den roten Faden überhaupt nicht im Blick. Die einzigen Lichtblicke waren tatsächlich die Rückblicke, also so ein bisschen, wo wir aus der Vergangenheit erfahren, wer Roland überhaupt ist, wie er aufgewachsen ist. Das hatte dann so ein bisschen noch ja, was Interessantes für mich zu bieten, wo ich dann auch dem Charakter ein bisschen näher gekommen bin. Aber ansonsten hatte es für mich nicht unbedingt was, wo ich sage, da möchte ich jetzt gerne weiterlesen. Ich wusste allerdings schon vorher, dass viele sagen, der erste Band ist der schwächste der Reihe und man muss einfach weiterlesen, um diese Saga zu schätzen zu wissen. Ich habe mittlerweile aber auch schon
gehört, dass viele auch den ersten Band toll finden. Also ich habe das ja schon mal erwähnt in anderen Videos und da habe ich ganz viele empörte Nachrichten bekommen. Ramona, der erste Teil ist doch auch toll, wie kann man den nur nicht gut finden? Aber es gab auch viele Stimmen, die gesagt haben, ja, mir ging es auch so. Und es gibt aber unglaublich viele Stimmen, die auch sagen, Band 2 und Band 3, die bekommen noch mal so einen Drive und öffnen die Welt noch mal in eine ganz andere Richtung. Und es ist einfach, es lohnt sich, da dran zu bleiben, weil man dann einfach merkt, was Stephen King hier für eine Welt, ein Universum geschaffen hat. Und er selbst sagt ja auch, dass es sein Werk seines Lebens, sein größtes Werk ist, was ihm am meisten am Herzen liegt. Das sind ja auch insgesamt 7 oder 8 Bände, die man dann hier erfassen kann. Der erste Band ist auch noch nicht dick. Ich glaube, der hat nur 300 Seiten. Kam mir aber wie 1000 vor, so zäh habe ich das empfunden. Aber es wird halt immer dicker. Der hat jetzt tatsächlich schon 560 Seiten. Ja, und ich habe dieses Buch eben von einer lieben Freundin ausgeliehen bekommen. Und für sie sind das eben Lieblingsbücher. Und sie hat mir auch den ersten Band geschenkt, mal zum Geburtstag, weil sie einfach meinte, Ramona, das musst du lesen, das ist toll, das ist gut. Und sie lag mir da oft in den Ohren. Und ich war da durchaus ja auch empfänglich für, weil ich ja Stephen King als Autor sehr mag. Und das ja auch nun mal eine Reihe ist, die Fantasy-lastig ist, wo er sonst sich ja oft im Horrorbereich befindet. Und es ist sicherlich auch düstere Fantasy, aber es ist eben tatsächlich Fantasy. Und da war ich natürlich sehr neugierig drauf. Und ich habe im Vorhinein, um es jetzt abzuschließen, mal mir auf jeden Fall gesagt, egal wie ich den ersten Band jetzt finden werde, ich werde auf jeden Fall der Reihe weiterhin eine Chance geben mit dem zweiten Band. Und da ich den ersten jetzt wirklich nicht pralle fand, habe ich gesagt, ich werde mir den Band jetzt ausleihen von der Freundin. Werde ihn dann lesen und danach dann letztendlich entscheiden, ob ich die Reihe weiterverfolgen möchte oder nicht. Weil es eben heißt, dass Band 2 und 3 die stärksten sein sollen und wenn mich die dann immer noch nicht gepackt haben, dann werde ich die Reihe abbrechen. Dann lohnt es sich für mich einfach nicht weiterzulesen. Aber ich habe tatsächlich schon ein bisschen, also ich hatte damals schon mir das zweite Hörbuch runtergeladen und hatte da schon so ein bisschen reingehört und habe schon gemerkt, in welche Richtung das geht und wie die Welten aufgebaut sind, ohne jetzt zu viel zu verraten zu wollen. Habe ich gemerkt, dass es wirklich einen ganz anderen Kniff hat, dieses Buch, als der erste Teil und das jetzt nochmal so erweitert wird durch andere Personen, durch andere Protagonisten und wie die verknüpft sind, das interessiert mich dann doch sehr. Und ich weiß ja auch, dass Phil von den zweiten so schwärmt und er ja dasselbe Problem mit dem ersten hatte. Deswegen lässt es mich hoffen und ich bin neugierig, wie mich ja diese Dunkle Turmreihe denn letztendlich dann begeistern kann oder nicht. Wenn mir der zweite dann auch gefällt, dann werde ich mir die Bücher dann auch wieder zulegen, dann werde ich mir die weiteren auch nicht ausleihen. Aber deswegen, das ist jetzt eine Ausnahme, dass ich mir das Buch ausgeliehen habe. Ist es eigentlich auch mal eine schöne Erfahrung, das Buch einer Freundin in der Hand zu halten und das denn zu lesen und ja zu wissen, dass das mit ihre Lieblingsbücher sind, die sie schon öfter gelesen hat. Und dann kann ich mich mit ihr darüber austauschen. Ich glaube, sie wartet auch schon ganz ja, erwartungsvoll darauf, dass ich damit endlich anfange und ihr dann berichte. Also das muss auf jeden Fall dieses Jahr noch gemacht werden. Das habe ich ihr jedenfalls versprochen und das will ich auch einhalten. So, und der letzte Folgeband, dann bin ich auch mit den Folgebänden durch, ist Die Nebelgeborenen Band 2. Und zwar ist das Krieger des Feuers von Brandon Sanderson. Ja, vor 2, 3 Monaten habe ich ja den ersten Band endlich gelesen. Das war ja so eine Reihe, das war für mich so ein Must-Read, das man als High-Fantasy-Fan auf jeden Fall gelesen haben muss, wenn man Begeisterung an ja, sehr komplexen und gut durchdachten Magiesystemen hat. Und Brandon Sanderson gilt einfach auf diesem Gebiet als Meister des Weltenaufbaus und eben der Magiesysteme. Und bisher hatte ich vorher nur von ihm ein Jugendbuch gelesen und da hatte ich das schon gemerkt, dass er sich da wirklich Gedanken drüber macht und da eine gewisse Logik reinbringt. Und deswegen war ich wirklich sehr gespannt auf Band 1 und für viele hier auf BookTube, aber auch in meinem Freundeskreis ist das, ja, sind das irgendwie auch Lieblingsbücher geworden. Und da hatte man natürlich auch hohe Erwartungen. Ich war
Zum einen haben sich die Erwartungen erfüllt und zum anderen war ich etwas enttäuscht. Aber insgesamt muss ich auch sagen, dass das Magiesystem wirklich klasse ist. Es beruht halt auf Metallen, die man schlucken kann als Mensch. Und wenn man diese Gabe hat, dann kann man diese Metalle verbrennen und hat verschiedene Fähigkeiten, die man dann dadurch nutzen kann. Es ist wie so ein Brennstoff, den man dann schluckt und verbrennen kann. Wenn das aufgebraucht ist, dann muss man wieder neue Metalle schlucken. Und jedes Metall hat eben eine andere Fähigkeit, die man dadurch nutzen kann. Und das ist aber auch nur die Oberfläche, also was da alles noch hintersteckt, wie man das kombinieren kann und wie man das noch irgendwie nutzen kann, das ist wirklich sehr komplex, hat mir aber auch mit am meisten in dem Buch Spaß gemacht. Aber auch ein weiterer großer Pluspunkt waren die Charaktere, die wirklich toll ausgefeilt waren, die ganz unterschiedlich waren, die sich eben zusammengeschlossen haben, um das Reich zu stürzen, weil es eben ein Volk gibt, was dort unterjocht wird. Und ja, da haben sich halt ein paar Spezialisten zusammengetan, um dort eine Rebellion anzuzetteln und den großen, mächtigen Herrscher zu stürzen. Und bekannt ist die Reihe auch dafür, dass es mehrere interessante Plot-Twists gibt. Und im ersten Band konnte ich davon schon so ein bisschen mitkriegen. Und gerade das Ende, dieses epische Ende, das hatte mich dann tatsächlich auch wieder richtig gepackt, wo ich das so in der Mitte so ein bisschen dahin plätschern fand. Und auch die Welt an sich fand ich, ja, nicht ganz so spektakulär. Aber es hatte halt genug Tolles, Positives, dass ich wirklich Lust auf Band 2 hatte. Und das sind ja auch wirklich Klopper, sind immer um die 1000 Seiten, ja, so 980 Seiten habe ich hier. Und ich finde diese Neuaufmachung auch wirklich sehr, sehr cool gemacht. Und ja, ich freue mich hier wieder, unsere Protagonisten wieder zu treffen, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Und auch das möchte ich natürlich noch dieses Jahr weiterlesen. Mal gucken, ob ich das schaffe. So, als Erleichterung kommt als nächstes Buch keine Fortsetzung und auch kein Buch, was auf meinem Sub landet, also auf meinen Stapel ungelesener Bücher, weil dieses Buch habe ich im Deutschen schon gelesen und so geliebt, dass ich die Schmuckausgabe im Original, also im Englischen, haben wollte. Weil ich einfach finde, dass ja, dass das deutsche Buch nicht so hübsch aussieht und das englische nochmal so um einiges hübscher. Und weil ich einfach das Buch als mein Lieblingsbuch oder mein Highlight in diesem Jahr bisher erkoren habe, habe ich gesagt, ich möchte diese Schmuckausgabe gerne haben. Und da hat sich das tatsächlich ergeben, dass ich von einer lieben Zuschauerin angeschrieben wurde, die dieses Buch tatsächlich hat. Und ich glaube, ihr hat es einfach auch nicht so gut gefallen. Und deswegen, ja, ist es bei mir gelandet. Es ist halt gebraucht, aber dadurch habe ich es halt auch, ich weiß gar nicht, ob es neuwertig noch so in dieser Ausgabe zu erstehen gibt, in dieser Schmuckausgabe, weil sonst kann man wirklich dafür auch sehr, sehr viel Geld ausgeben. Und ich habe es jetzt wirklich zu einem sehr fairen Preis bekommen. So, ich zeige es euch jetzt mal. Es ist The Starless Sea von Erin Morgenstern. Das ist ja auf Deutsch Das sternenlose Meer. Und sie hat ja auch den Nachtzirkus geschrieben. Das ist ja ihr Buch, mit dem sie so bekannt geworden ist. Was ich okay fand, aber für mich auch so ein paar Längen hatte. Aber dafür war dieses Buch umso toller. Ich habe euch ja schon ein paar Mal darüber berichtet und davon geschwärmt. Es steckt da so viel drin an toller Sprache, an tollen Ideen, an Geschichten in der Geschichte, an tollen Protagonisten, so viele Easter Eggs, so viele nerdige Anspielungen, märchenhafte Atmosphäre. Wunderbar. Und ja, ich zeige euch nochmal dieses Schätzchen hier. Man sieht, dass es gebraucht ist. Es ist aber, glaube ich, kaum gelesen. Also es ist so ein bisschen staubig. Es liegt aber vielleicht auch an meinem Staub jetzt hier. Es ist ein bisschen schmutzig, ein bisschen angestoßen hier an der Ecke. Aber das wusste ich alles vorher. Das haben wir uns alles abfotografiert. Also ich bin mit dem Zustand ansonsten wirklich sehr zufrieden. Es hatte hier halt so einen Aufkleber drauf, der so klebt. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie abkriege, weil wenn man da jetzt mit sowas Aggressivem rangeht wie Nagellackentferner oder Waschbenzin, was man ganz gut bei glatten Covern machen kann, aber das ist jetzt hier so ein, so ein gummiartiges Cover, da macht man dann schnell mal auch das Cover damit kaputt. Muss ich mal gucken, ob ich das abkriege. Das ist ein bisschen unschön, das würde ich gerne nochmal ein bisschen versuchen auszubessern.
Ja. Und ja, dieses Buch handelt halt viel von Bienen. Bienen sind dort symbolisch, aber auch ja, bildlich, nein, wörtlich gesprochen dabei, genauso wie Schwerter und Schlüssel eine Rolle spielen. Und genau die sieht man eben auf dem Cover und auf diesem wundervollen Buchschnitt auch nochmal. Ich meine, ich liebe Schlüssel, also, ne? Und ich finde einfach diese Kombination wunderschön und auch das Cover insgesamt. Ich zeige euch auch nochmal, wie das da drunter aussieht. Hier das Vorsatzpapier. Es ist einfach ein Schätzchen. Ob ich das tatsächlich mal im Original lesen werde, weil es halt eben auch sehr kompliziert oder komplex, sagen wir mal komplex ist, auch im Deutschen schon, weiß ich nicht, ob ich mich daran traue. Aber ich könnte es mir doch irgendwie vorstellen, weil es eben zu einem Lieblingsbuch werden könnte. Also auf Deutsch will ich es auf jeden Fall nochmal lesen, um dann noch mehr rauszuholen. Aber vielleicht, wenn man es dann, wenn man weiß, um was es geht, wenn man es nochmal auf Deutsch gelesen hat, könnte ich mir vorstellen, vielleicht nochmal auf Englisch zu lesen. Und ansonsten, ich musste eben hier mal was wegklicken von meinem Handy. Und ansonsten steht es hier eben als Schmuckstück in meinem Bücherregal, als Bereicherung einfach hier. Ich bin ja nun mal, wie ich immer wieder so schön sage, auch jemand, der sehr, sehr gerne Schmuckausgaben sammelt von Lieblingsbüchern. Und ja, ich habe jetzt eben mal den Schmuck Umschlag abgemacht und ihr seht, auch darunter ist es einfach wunderschön. Ja, also das hat sich gelohnt. Vielen lieben Dank, dass mir das hier so ja, für einen fairen Preis, ich glaube, was habe ich jetzt ausgegeben? 20, 25 Euro irgendwie so. Und das finde ich für dieses Buch, wo man, glaube ich, im Internet manchmal auch ganz gerne mal 50 ausgeben kann. Und das dann irgendwie aus dem Ausland irgendwie einschiffen muss, finde ich das total fair. Ja, und das ist jetzt hier so ein bisschen eingeschmutzt und bestaubt ist. Ich glaube, das liegt tatsächlich hier an mir, weil mein Regal mal wieder voll ist. Und ich halt hier immer so Bücherstapel auf dem Boden und auf meinem Schreibtisch und auf meinem Nachttisch und auf meinem Bett liegen habe. Ja, also ich brauche dringend ein neues Bücherregal und dabei sortiere ich ja auch schon immer Bücher aus, die mir nicht hundertprozentig gefallen haben. Aber ja, es werden halt doch immer, immer mehr und jetzt ist es mal wieder so weit, dass das Bücherregal voll ist. Ja, ist natürlich super, dass ich euch das jetzt erzähle in einem Neuzugänge-Video. Ja, also das war auf jeden Fall mal wieder ein Schmuckausgabenkauf und ich bin wirklich sehr glücklich, dass ich diese Ausgabe jetzt bei mir im Regal stehen habe. So, das waren die Bücher, die im Juli alle bei mir eingezogen sind. Und jetzt kommen die beiden Rezensionsexemplare. Das andere waren alles entweder gekaufte, geschenkte oder verliehene Bücher. Und jetzt kommen zwei Rezensionsexemplare, zum einen mal wieder aus dem Fester Verlag. Und ich glaube, das sind auch zwei Bücher, beides Bücher, die ich in meinen Videos zu den Neuerscheinungen vorgestellt habe, die mich am meisten interessieren im Jahr 2021. Und zwar ist es zum einen die 10.000 Türen von Alex E. Harrow aus dem Fester Verlag. Das hat mich wieder in einem wunderschönen verpackten Päckchen erreicht mit kleinen Goodies. Finde ich immer sehr, sehr liebevoll, wie das eingepackt wird. Ich finde es auch ganz hübsch. Ich muss aber sagen, ich glaube, hier fand ich auch das englische Cover ein bisschen hübscher. Aber an sich, ja, hat es wieder so ein bisschen was etwas Romantisches, etwas Magisches. Und magisch ist auch der Klappentext und den möchte ich euch hier einfach mal vorlesen. In einem weitläufigen Herrenhaus voller sonderbarer Schätze ist January selbst eine Kuriosität. Als Mündel des reichen Mr. Locke fühlt sie sich kaum anders als die Artefakte, die die Hallen schmücken. Sorgfältig gepflegt, weitgehend ignoriert und völlig fehl am Platz. Dann findet sie ein seltsames Buch. Ein Buch, das den Duft anderer Welten verströmt und von Geheimtüren, Liebe, Abenteuern und Gefahr erzählt. Jedes Umblättern enthüllt weitere unglaubliche Wahrheiten. Und langsam wird January bewusst, dass sie selbst mehr und mehr mit der Geschichte verkettet wird. Ja, hier sind gleich mehrere
Sachen, die mich irgendwie getriggert haben, die mich sofort angesprochen haben, weil es einfach genau mein Ding ist. Einmal natürlich das Setting dieses Hauses, dieses Herrenhauses mit bestimmten Artefakten. Das finde ich schon wieder ein wunderbares Setting. Ich liebe ja Haunted House-Geschichten, also Spukhaus-Geschichten, aber auch einfach ja, alte Herrenhäuser, die einfach eine besondere Atmosphäre haben, ob sie nun spukig sind oder nicht, haben sie einfach immer eine tolle Atmosphäre. Und dann kommt es noch dazu, ein altes Buch, das gefunden wird, und ein magisches Buch. Bücher über Bücher faszinieren mich. Ihr wisst das, ich habe da ja auch schon mal ein Video extra zusammen mit dem lieben Thorsten vom Kanal Toto liest hochgeladen. Davon gibt es natürlich einige und nicht alle sprechen einen sofort an, weil sie dann vielleicht sich auch ähnlich anhören. Aber hier fand ich die Mischung einfach ganz, ganz toll. Und solche Schemata sprechen mich an und die kriegen mich dann einfach sofort. Und auch hier diese sind das Pressestimmen fand ich einfach auch sehr, sehr anziehend. Harrow hat eine wunderschöne Welt der Magie erschaffen, die gleichzeitig vertraut und überraschend neu ist. Es liest sich wie ein Liebesbrief an die Kunst des Geschichtenerzählens selbst. Ja, und das ist einfach toll. Also so finde ich halt immer gut, wenn so alte Schemata benutzt werden, aber eben etwas Neues hinzugefügt wird. Also mehr kann man sich gar nicht wünschen, weil das Rad neu erfunden werden soll gar nicht. Und ich finde, manche Schemata, ja, funktionieren bei einem Leser einfach. Und warum dann diese nicht verwenden und kleine Neuigkeiten dazu schreiben. Die Festerbücher sehen immer sehr, sehr dick aus, aber ich glaube, hier wird immer sehr relativ dickes Papier verwendet und auch sehr große Schrift ist dabei. Also da ist es gar nicht so dick. Also es sind jetzt 570 Seiten und für ein Fantasy-Buch ist das jetzt gar nicht so viel, aber es hat auch immer ein Lesebändchen. Und was ich in letzter Zeit einfach so unglaublich feiere beim Fester Verlag, sind die Vorsatzpapiere. Habe ich euch schon bei Ein Jahr der Hexen, das Jahr der Hexen und bei Die stillen Gefährten gezeigt. Beide ist auch wunderschöne Ausgaben vom Fester Verlag. Und auch hier, schaut mal, ist das nicht schön? Und auch passend, ne, zu den 10.000 Türen haben wir hier eine Tür mit einem Spalt, ja, wo uns schon das magische Licht entgegenscheint. Ja, einfach sehr, sehr schön. Und ich glaube, auch die Kapitel sind wieder ein bisschen, ja, haben hier Schlüssel. Auch solche kleinen Details finde ich einfach sehr, sehr schön. Und das ist jetzt in der Reihe All Age erschienen. Also Festa hat ja mehrere Kategorien. Festa gibt ja auch sehr, sehr viele Extrem-Horrorbände raus. Aber wie ich das jetzt schon öfter erwähnt habe, finde ich sehr schön, dass sie jetzt auch immer mehr in ihren Programmen klassische Horrorliteratur, auch atmosphärische Horrorliteratur mit reinnehmen, aber auch was Geschichten, die so ein bisschen tiefer gehend sind, aber eben auch Geschichten jetzt hier für ja, All-Age, jüngere Leser vielleicht oder eben einfach welche, die eben nicht dieses Extreme wollen und somit auch mich ein bisschen mehr ansprechen. Also wenn es ein bisschen blutig ist oder düster, dunkel, das finde ich total in Ordnung. Aber ich brauche es jetzt nicht widerlich und so viel Sex in Büchern brauche ich jetzt auch nicht. Und das ist eben bei Extremhorror der Fall. Und deswegen suche ich mir dann lieber so ein bisschen diesen atmosphärischen Grusel oder eben Fantasy. Also hier geht es ja, denke ich mal, auch so ein bisschen in Richtung Fantasy. Und das ist ja eher auch neu für den Fester Verlag. Also klar, fantastisch ist Horror auch oft. Aber so in diese Fantasy-Richtung finde ich spannend und werde ich euch natürlich berichten in einer Rezension. So, und am Ende des Videos haben wir jetzt nochmal einen dystopischen Thriller und zwar aus dem Piper Verlag. Und ich glaube, auch dieses Buch habe ich euch eben in den Neuerscheinungen schon vorgestellt, dass mich das anspricht. Auch das Cover, schaut mal, Into Dark Waters von Astrid Scholte. Das ist gerade erst im letzten Monat erschienen, ganz frisch. Also es ist bei mir auch ziemlich frisch angekommen und ich habe mich sehr gefreut, dass ich vom Piper Verlag das Rezensionsexemplar bekommen habe. Und auch hier haben wir ja wieder dieses Unterwasser-Setting. Und zwar ist das eben eine Welt,
in der oder die fast nur aus Wasser besteht. 500 Jahre zuvor hat die große Flut die Erde fast vollständig zerstört. Doch die Ruinen der versunkenen Städte bergen nach wie vor wertvolle Schätze. Als Taucherin riskiert Tempest täglich alles, um ihre tote Schwester Elisea ins Leben zurückzuholen. Für einen hohen Preis ist dies auf der Forschungsinsel Palindromena für 24 Stunden möglich. Und nur Elisea kennt die Wahrheit über den mysteriösen Tod ihrer Eltern. Doch Tempest hat keine Ahnung, in welche Abgründe sie blicken wird. Ja, das klingt nach einer wunderbaren Mischung aus Dystopie, aus Abenteuer und aus Thriller. Und ich bin gespannt, was hier so ein bisschen die Oberhand haben wird. Ich freue mich natürlich sehr auf diese, also ich hoffe, dass wir wirklich auch auf Schatzsuche nach diesen bestimmten Artefakten zusammen mit Tempest gehen. Und ja, was es denn mit dieser Wiederbelebung zu tun hat auf dieser Insel. Also ich bin gespannt, wo der Fokus jetzt drauf gelegt wird. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns viel unter Wasser befinden und viel in Tauchgängen und diese Atmosphäre wieder ausgenutzt wird. Und wie viel hier auch wieder es so ein bisschen dystopisch ist in der Hinsicht, dass das Regime irgendwie so ein bisschen hier eine Rolle spielt, das gestürzt werden soll oder dass die Bevölkerung manipuliert. Ja, scheinbar ja auch der mysteriöse Tod der Eltern hat ja auch ja, auch eine große Bedeutung scheinbar. Und da spielt ja wieder so ein bisschen diese Thriller-Elemente eine Rolle. Ja, also finde ich eine sehr, sehr interessante Mischung. Ein ganz tolles Setting, wunderschönes Cover, wie ich finde, auch wenn es nur schwarz-weiß ist, hat es für mich eine richtig tolle Wirkung. Und ich habe ja gemerkt, ich bin wirklich ein Fan von Klappbroschüren. Also auch wenn ich verstehen kann, dass manche sagen, warum gibt es diese Größe überhaupt? Also früher hat es nur Taschenbücher und gebundene Bücher gegeben. Warum muss es jetzt diese Zwischengröße noch geben, die dann halt etwas teurer als Taschenbücher sind, obwohl sie nur ein bisschen größer und diese Klappe innen drin haben? Aber ich finde es einfach angenehmer zu lesen, weil sie eben durch diese Klappe hier angenehmer in der Hand liegen und nicht so eine scharfe Kante haben und auch diese Kante nicht so ausfransen kann wie bei anderen Taschenbüchern. Und das ist hier eben nicht möglich, eben durch diese Klappe. Finde ich, liegt es viel besser in der Hand und kann man viel besser lesen. Aber das nur so am Rande. Das ist mir so aufgefallen, dass ich diese Art von Buch eigentlich auch ganz gerne mag nach gebundenen Büchern, die ich natürlich noch am wertigsten und hübschesten finde. Ja, das waren meine Neuzugänge aus den Monaten Juni und Juli. Ich hoffe, für euch war etwas dabei, was vielleicht euch auch irgendwie anspricht und interessiert oder neugierig macht, dass ihr da vielleicht ein bisschen mehr darüber erfahren möchtet. Entweder ihr recherchiert selbst ein bisschen mehr oder ihr wartet darauf, bis ich ja, diese rezensiert habe in meinen Lesemonaten. Und ich würde mich natürlich auch interessieren, wenn ihr diese Bücher schon gelesen habt, wie euch diese denn gefallen haben, ohne natürlich zu spoilern, weil ich die ja noch nicht kenne und andere vielleicht auch nicht. Aber das motiviert natürlich auch immer oder macht mich neugierig, wenn ihr sagt, oh nee, das Buch hat mir überhaupt nicht zugesagt. Dann bin ich natürlich neugierig, wie es mir dann letztendlich gefallen wird. Ich freue mich auf eure Kommentare, wünsche euch jetzt noch eine schöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.